hier alles zu oder läuft das gleich aus? Oh. Oh. Das ist ja doof. Oh. Einmal ins Regal reinzimmern. Wenn ihr dieses Gesicht seht, dann wisst ihr, Andi hat Shopping Queen wie immer gemacht. Wir haben was geliefert bekommen. Und zwar ist das vielleicht nur an die falsche Adresse gekommen. Tierra Tech, die sind doch nebenan. Das sind unsere Nachbarn. Alles auf Spanisch. Installación especial de equipment. Geil. Ja, wir haben ein neues Ultraschallbad bekommen. Ein größeres. Da gab es mal so dieses Reel, wo sich alle Leute tierisch drüber aufgeregt haben, als ich es alle ein bisschen auf den Arm genommen habe und gesagt habe, wie ich unser Ultraschallbad verkaufe. Ne? Und ist weg. Insolvenz ist da. Aber wir haben einfach nur ein größeres bestellt. Ein besseres, ein schöneres. Und das packen wir heute aus und gucken, was das so kann. Man sieht einfach schon, dass das ein gutes Produkt ist. Weil guck mal, was für hochwertige Spanngurte ich dabei geliefert bekomme. Über sowas freue ich mich dann. Schicken Spanngurt hier. Guck mal hier. So. Und wir brauchen, was brauchen wir da unten? Kreuz. Bit. Und ein bisschen Akkubohrerarbeit. Moment. Hat einfach geklaut, der Björn. Hast du meinen Akkubohrer extra genommen? Übrigens haben alle gesagt, ey, super, jetzt hat der Andi Milwaukee, alles cool, ne? Hab ich Milwaukee, ja. Das Futter hat genau, würde ich sagen, 3 Monate gut gehalten. Jetzt rutscht schon durch, wenn du was bohren willst. Wie bei dem anderen auch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit was ihr gute Erfahrungen habt, was echt hält. Ich rede jetzt nicht von so ein bisschen zu Hause spielen, sondern jeden Tag voll ist. Ja? Wir kriegen heute, Björn ist ja auch Hobby-Elektriker, obwohl er hat das ursprünglich auch mal gelernt. Ne? Und das seht ihr, diesen Fangkorb mit Griff sogar. Ihr könnt froh sein, die Palette ist sogar festgemacht. Ja? Das ist schon vorbildlich. Auf jeden Fall machen wir gerade Strom. Ich brauche nämlich eine Steckdose. Scheiße, Alter, wir werden so sterben. Seht ihr, hier kommt Steckdose hin für Hermin. Dann haben wir noch ein schickes Leerrohr dran, alles top. Bei Kabel kommt dann hier drunter und dann Teppich. Und dann kriege ich hier Strom. Da an die Leiste. Ich brauche Strom hier. Für Notebook und so. Ich kann ja nicht in jedem Video immer meine Wurst bewerben. Das ist ja ein Geheimtrick. Guck mal, hast du schon mal eigentlich so ein geiles Hermle-Messer gesehen? Ha, hättet ihr auch gern, ne? Übrigens, ich glaube, ich habe nur 60 von so Hirschsalamis jetzt im Shop. Für 12 Euro Sonderpreis. Probier mal, voll geil. Weiter im Text. Was ist hier los? Das war ein Getriebegehäuse. Da haben wir den Lagersitz. Kann ich mal zeigen. Hier, der Lagersitz war ausgeschlagen. Den haben wir komplett aufgelasert und dann habe ich den auf neues Maß gefräst. Und somit können die Gehäuse wieder benutzt werden. G-Track, ich glaube Lambo. R8 und Lambo. Irgendwie sowas. Passiert irgendwie bei allen. Ist irgendwie eine Fehlkonstruktion. So, und übrigens, gestern Nacht war, kannst du das Instagram-Video mal einblenden, wie ich mit Alex und Joey hier um 2 Uhr morgens die Bude verlasse. Kommt, Jungs, Feierabend, ist Zeit okay dafür. Kann man so mal machen. Oh. Wir haben echt gestern noch hier einen Motor fertig gemacht, der wird heute ab. Ist der abgeholt? Ich glaube, der ist schon weg. Oh, krass, die haben den echt abgeholt. Denn das Ding muss auf irgendeiner geheimen Rennstrecke fahren. Ganz schnell. Heute am besten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Jungs mir in den Ohren lagen. Wann kommt das neue Ultraschallbecken? Wann kommt das Ultraschallbecken? Die können gar nicht mehr ohne dieses Ultraschallbecken. Kein Witz. Die können gar nicht. Die haben mir gesagt, ja, Andi, wie kriege ich das denn jetzt sauber? Ich sage, Alter, ich hatte damals auch kein Ultraschallbecken und habe Motoren gebaut. Wenn du einmal eins hast, du willst es nicht missen. Jeder, der irgendwie eine Werkstatt hat oder vielleicht auch ein bisschen mit Motoren macht oder auch ohne Motoren.
Must-have in meinen Augen. Wo ist jetzt das Messer? Hier. Alter, sieht das. Wow. Das sieht ein bisschen schöner aus wie das alte. Das alte hatte ja so eine Gastronomie-Edelstahl-Optik. Alter, ist das ein Ochse. Junge. Alter, ist das groß. Passt das überhaupt an die Ecke? Ja. Sag das doch nicht. Ich habe keine Lust, wieder anzubauen. Junge, Junge, Junge. Der Alex hatte mir doch noch gesagt, das ist doch von den Maßen identisch. Hä? Hä? Das ist so wie, wie, keine Ahnung, wie E-Klasse, nee, wie A-Klasse und S-Klasse. Da kriegen wir jetzt die ganzen V8-Riesenschweine drin. Guck mal hier, dieser Motor zum Beispiel. V8, den kriegen wir hier so puff reingehauen, weißt du? Geil. Betriebsanleitung. Später. Wenn kaputt. Ich muss jetzt erstmal checken. Was ist das hier? Weihnachtsgeschenk? Oh, schon. Jetzt müssen wir das. Ist das noch am festgeschraubt? Nee, ich glaube, wir können es einfach rausheben. Dann würde ich sagen, Stapler. Überleg mal, Rentovic, wie viele Maschinen wir schon miteinander ausgepackt haben. Das wohl mal. Ist schon ein paar, ne? Mhm. Ist Hauptlagergassenhohnmaschine, der Drucker, die. Was haben wir noch alles ausgepackt? So viele Gerätschaften, dieses Mitutoyo Kiens-Teil. Die Sea, die haben wir hier hingeschleppt vom Hermann. Ha, Hermann hat gestern noch angefragt. Kannst du mir bei Tüten Sitze schneiden? Klar. Kann ich. Du Ach, der nicht? Hat jetzt gar nicht mehr so ein Ding, oder? Nee, der hatte das ja auch nie benutzt. Ja, stimmt. Das war. Das Problem ist, du musst halt auch die Leute haben, die damit umgehen können. Ne? Das ist immer der Trick. Das ist wie mit dem Kameramann. Oh. Oh. Kann aber kennen viele, aber nicht so gut. Was ist los mit dir? Ich habe technisches Problem mit meinem Schrottteillager gehabt. Oh. Einmal ins Regal reinzimmern. Weißt du, ich habe hier vorne eigentlich immer einen riesen Container Schrott stehen, wo unsere Aluspäne reinkommen. Die ein bisschen gemischt sind mit Gussbuchse, logischerweise. Nicht viel. Also das ist 90% Aluminium. Da will der mir für das Kilo nur 13 Cent geben. Und normalerweise, sagen wir mal, Aluspäne Kilo 80 Cent. Das war eine Tonne. Da hat er mir 100 Euro gegeben für eine Tonne Aluminium. Späne. Ich sag, Brody, du kannst deinen Container abholen kommen und mir nie wieder einen hier hinstellen. Das machen wir nicht nochmal. Hm. Man sieht sich zweimal. Passt das da mit dem Bildschirm? Ja, ne? Ja. Könntest du so nett sein, den Deckel mal zumachen? Ist leichter, sehe ich was. Das lassen wir das erstmal hier so stehen. Das ist doch größer wie das alte. Jo, lass mal gerade messen. Film mal. Lass mal gerade messen, ob das überhaupt dahin passt, Alter. Passt das überhaupt hier durch? Nein, niemals. Oh je. Zöllig-Stock. Immer wenn ich Zollstock in der Hand habe, muss ich an Meister Röhrig denken. Ja. Oh mein Gott. Halt mal fest. 2 Meter genau. Und was haben wir hier? Der ist ja noch richtig in Form, der Zollstock, ne? Was? Was sagst du? Der ist ja noch richtig in Form. ja, doch. Nee, ja gut, die Maschine muss was rüber, alles. Oh nee, Alter, jetzt muss ich die ganze Scheiße hier verschieben. Okay, kein Problem, kein Problem. Das Problem ist, es ist zu breit und hier müssen wir viel Platz machen und hier in der Breite passt auch nicht. Das heißt, wir müssen es längs nehmen. Können wir es denn längs überhaupt mit dem Stapler nehmen, mit langen Zinken oder so? Ne. Hier ist der tragende Rahmen, da müssen wir dran. Kurva, wie machen wir das? Vielleicht wie so Rollbretter? Guck mal, ich habe doch so schicke Kunststoffrollbretter für dich gekauft.
Hoffentlich halten die das. Ich weiß nicht, wie viel die wiegt. Aber ich glaube, so schwer ist die Maschine nicht. Der Björn, das macht die Sache ein bisschen problematisch, weil wir müssen die oft da rein und rausholen. Ja. Große. Wir wollen einfach davon. Wie du weißt, Größe ist halt nicht immer von Vorteil. So, da können wir nicht drunter. Da können wir nicht drunter. Nee, da ist nicht dieser Metallrahmen. Das heißt, wir müssen jetzt Holzböckchen dann anheben. Nee, geht auch nicht. Das ist ja doof. Ich hätte eine Idee. Wenn wir so machen und dann noch eine Platte da drauf legen. Wisst ihr, wenn wir so machen, hier auf die Rollbretter eine Platte und dann können wir das auf die Füße stellen. Weil hier können wir jetzt nicht hinstellen, weil da sind Zinken. Hast du zwei längere Platten, Björn? Oh, hast du noch eine davon? Ja. Das ist gut, das, natürlich ist das lang. Was ist damit gekommen, Björn? Was? Was war damit gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, wo ach, liegt, die werfen wir nicht weg. Wo liegt das? Brauchen wir die schon mal. Da auf dem Boden liegt das, vor dem Kompressor. Oh, und das ist dir einfach so eingefallen, dass wir da unten vom Kompressor dieses Ding liegen haben? Ja. Unglaublich. Okay. Nur eine Frage, ob sich das nicht biegt. Oder wie schwer ist die Maschine? Keine Ahnung, ich glaube nicht so viel. Steht gut, oder? Naja, das Ding biegt sich auf jeden Fall, das Blech. Ja, das muss. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Wagen verbiegt sich auch. Ehrlich? Ja. Guck, von hier siehst du das. Der ist schon krumm, der Wagen. Das wird schon, oder? Wo soll's hin? Testen wir mal, wie es rollt. Angst? Oh, 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 oh. Aha. Quasi gar nicht. Doch, warte mal. Warum macht er uns Angst so viel? Ja, das sah gerade nicht gut aus. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es aussieht. Ach, er macht das schon. So, wo lang? Du musst zuerst. Du hast quasi wie gemacht dafür. Björn muss Winkel machen. Boah, Alter, wir sollten da. Ich habe schon immer gesagt, ich werde ein Umzugsunternehmen aufmachen. Glaubst du nicht dran? Nee, weil du hast es schon so oft gesagt. Achso, ja, stimmt. Aber wir sind wirklich schon mit vielen Sachen umgezogen. Wir müssen gucken, dass wir hier den Platz richtig ausnutzen. Was ich schon absolut sehe, ich bin so ein Fan davon, wenn die Maschinen mit Stecker kommen. Ich kotze rum, wenn da kein Stecker dran ist. Weißt du, dann sparen die wegen den 5,10 Euro. Ja, vielleicht, weil sie woanders hinschicken mit anderen Steckernormen. Ist das eigentlich, könnt ihr mal schreiben, ist dieser Starkstromstecker eigentlich international oder ist es wie Steckdose wie in Amerika? Das versteht auch kein Mensch. Ne? Kriegen wir da noch die andere Putzmaschine hin? Muss. Hier ist der Druckluftanschluss. Guckst du, oder? Den brauchen wir auch, denn die Hebeeinheit, denn wir haben das ja so wie bei der anderen Maschine, dass, kann ich mal sagen, wir während des Vorganges der Reinigung wird die Plattform hoch und runter bewegt, damit der Ultraschall besser überall hinkommt. So, Björn, kriegen wir nicht hin? Ich glaube, wir müssen blau rausmachen. Ich mache gerade blau raus, warte. Und fahr mal. Weiter, 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 stopp. Kannst hochheben. Oh, passen wohl die Maße noch nicht an. Perfekt. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ja, ist ein bisschen mehr Björn wie bei dem anderen, ne? Ja, aber so vom Aufbau genauso. Ja. Alles größer. Bisschen größer, bisschen schicker. Alles das Beste und müsst ihr alle euch auch kaufen. Verstehst du? Nee. So, hier haben wir das Defilter-Dieter. Wir müssen jetzt mal schauen. Also, das hier wird quasi mit der Pumpe das dreckige Wasser einmal durch diesen Filter gezimmert. Und ja, da ist dann auch noch ein Ersatzsieb, haben wir bekommen. Hier ist das Sieb für die groben Sachen. Der Rest wird natürlich mit, die öligen Sachen werden hier über den Ölabscheider, indem das hier überläuft,
da rein, bis es voll läuft. Und hier ist dann quasi oben ist der Ölfilm und da ist der Ölabscheider. Und das läuft dann nach außen raus. Das passt. Würde ich vorschlagen, Wasser und Reiniger. Und gib ihm. Oh! Oh! Hat der 32er Stecker? Ist das 32? 32, okay. Sieht nicht so aus, oder? Ich. Ja, aber muss. Muss. Hä? 32er, das ist, habe ich jetzt erst gesehen, ist 32 Ampere Stecker und es gibt ja 16 Ampere und wir haben hier nur zwei 16er hängen. Das heißt, sollen wir nur den Stecker ändern? Ich bin so ein Fan davon, wenn die Maschinen mit Stecker kommen. Aber da müssen wir die auf 32 umbauen. Ist der Hubert, die Strahlmaschine ist nicht 32, ne? Nee, das auch. Ist alles 16 hier. Scheiße. Aber du kannst, wir können da eine 32 Ampere ja. reinbauen. Ja. Oh, wann kommt die denn? Eben noch, ey, geil, immer richtig Stecker und Buh und Bett. Und wir machen jetzt hier ein bisschen Verlängerungsspielerei, sodass wir das wenigstens heute anmachen können. Und mal gucken können, wie schön die sauber macht. Macht bestimmt gut sauber. Das finde ich auch gut, dass hier immer direkt so ein Luftding bei. Oh, schon da. Dann können wir jetzt weitermachen mit Wasser. Ist hier alles zu oder läuft das gleich aus? So, man muss auch irgendwie nicht besonderes Wasser nehmen, ganz normales Wasser. Dann kommt da der Reiniger rein, den zeige ich euch mal, denn das ist wirklich. Wir sind am Überlegen, dass ich den in kleineren Mengen im Shop aufnehme, weil den kriegst du nur in Großmengen. Dieser Reiniger ist der Key. Ich will damit sagen, ihr könnt ruhig so ein China-Waschmaschinengerät zu Hause haben, muss sich keiner für x-tausend Euro so ein Ding zu Hause hinstellen. Aber kauft euch den guten Reiniger. Der Reiniger ist teuer, aber der Reiniger funktioniert im Vergleich zu dem anderen Müll. Verwende ich den 7W, Ultrasonic 7W. Diesen musst du kombinieren mit, ich habe für 1000 Euro Reiniger gekauft, um zu testen, welcher am besten funktioniert. Ja? Und habe herausgefunden, für Motoren nimmst du das Entfetterkonzentrat Ultrasonic A von Tieratech, 0,75 Liter auf eben die alte Füllung, das heißt, das ist das Doppelte, also da muss 1,5 Liter rein. Und du nimmst das Ultrasonic 7W in dieser Kombination und dann ist Maschallah sauber. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal hier einen schön verpegten Zylinderkopf aus, den, wenn wir das Ding gleich mal auf Temperatur ist, dann mal da reinwerfen und uns das Ergebnis angucken. So, wir entscheiden uns, habe mich hier entschieden für diesen BMW-Kopf, der schon mal in der Waschmaschine war, glaube ich. Müssen wir uns das mal angucken. Und zwar, oh, außen lassen wir es mal dargestellt, ist ja egal, ne? Aber nimm mal bitte auf, diese hartnäckigen Ölablagerungen, die wir hier unten drin haben und hier in der Seite und so weiter. Wie gesagt, das Ding war schon in unserer normalen Waschmaschine. Das geht damit nicht weg. Das ist normal. Ja, mit der Waschmaschine kriegst du das natürlich oberflächlich alles entölt, entfettet, so dass du es auf die Werkbank werfen kannst und nicht irgendwie der Müll darunter fällt. Aber schau dir mal hier so die Brennräume an. Die sieht ja aktuell so aus, ne? Sowas macht mich glücklich, Alter. Guck mal, wie schön das aussieht. Aber Alter, wir haben das doch gar nicht richtig fertig. Warte. Da fehlt ja noch die Hälfte. Das lässt das alles noch viel besser wirken. Da kommt ja noch der Dieter hier drauf. Dann sieht das ja noch besser aus. Das ist schon gut. Also weißt du, wenn du so Billigmaschinen kaufst, ist das überall noch scharfkantig und nicht entgratet richtig. Hier ist das alles picobello. Habt ihr Interesse, dass wir
mal zu Terratech fahren, nach Spanien. Die haben mich eingeladen. Und wir uns die Fertigung dort angucken. Der hat gesagt, dass sie halt auch gutes Essen da haben. Der liebe Alex. Reden wir hier auch eigentlich über Preise? Was? Reden wir hier auch über Preise? Nee, oder? Über was? Preis. Preis, was das Ding kostet? Mhm. Ich glaube 20.000. Echt? Ja, rat mal, wenn ich sage, Alter, wir müssen 45 Euro für die Reinigung des Motorblocks im Ultraschallbecken haben. Mhm. Der Reiniger ist des Todes teuer. Maschine kostet auch nicht gerade irgendwie 3,10 Euro. Normal muss ich ein paar Euro dafür haben. Aber glaub mir, 20.000 Euro, Werkstatt etc., das ist alles viel Geld, auch für Werkstätten. Aber es bringt's. Wir werden gleich, hallo? Das war, wird das ein Cut oder was? Nö, ich hatte gedacht, du trittst nochmal auf die Folie, aber natürlich nicht. Also. Red weiter. Aber das bringt's am Ende, weil das Ergebnis, wie schön sauber das wird und dann mit ordentlichen zu arbeiten, das macht einfach Spaß, ne? So, was habe ich eben hier erzählt, dass das alles passt hier? Passt gar nichts, Kurvamatsch. Aua. Da ist ja noch irgendwas im Weg. Jetzt. Sorry, das passt alles einwandfrei. Ich war nur unfähig, weil ich hab's verkantet. Jetzt sieht's doch final fertig aus. Guck mal, wie schön, Alter. Kannst die Klappe aufmachen. Vom Feinsten. Und hier diese Verarbeitung, wie du siehst, wie hier die Ecken, die Kanten, das ist einfach gut gemacht. Haben wir schon Temperatur? Warte. Hier können wir dann die Plattform runterlassen, pneumatisch. Oh, ist noch eisekalt, weil 400 Liter dauern. Und wir machen jetzt einfach mal so aus Spaß die Bude an, ja? Damit wir mal sehen, was hier so passiert. Jetzt haben wir da die Plattform ganz runtergefahren. Und wenn ich jetzt hier auf On drücke, fängt er dieses Rezept an. Diese Rezepte, die in dieser Maschine sind, kann man hier einstellen. Wir machen 10 Minuten, 70 Grad, hier Waterflow System, das heißt, dass das Wasser hier nach dem Vorgang gespült wird, hier rüber, damit der Ölabscheider arbeitet. Dann haben wir dieses Filter, dann filtert der Wasser für 10 Minuten quasi durch den Filter und dann ist es soweit durch. Jetzt machen wir mal On. Und jetzt sehen wir hier, siehst du, wie das so hoch und runter arbeitet? Jetzt langsam fangen dieses Geräusch an. Aber merkst du, wie viel leiser das ist? Mhm. Obwohl, jetzt wird es immer lauter. Aber es ist leiser. Ich habe das Gefühl, dass die Kiste besser gedämmt ist. Ne? Ja, schon. Deutlich leiser. Björn! Ja. Guck mal. Guck mal, wie viel leiser. Ich habe gerade das erste Mal angemacht. Ja, okay. Tut so, als wäre der das schon dreimal angemacht. Komm, wir gucken mal rein. Ob man das so darf, weiß ich nicht. Aha. Ah, guck mal hier. Mit richtig Schaumstoff, fett gedämmt und so. Nice. Ich muss auch sagen, die 150 Liter, die Maschine, wenn wir am Wochenende nicht da waren, ne? Und ich kam am nächsten Morgen, am Montag wieder. Die war immer noch warm, obwohl die Maschine aus war. Ja, ja. Das ja, dies hält echt krass lange. Das wird dann hier wahrscheinlich bei den 400 Liter brutal. Mit den Dingern das Gleiche. Da, guck mal, da oben steht eine Uhr. Hier kannst du einstellen. Program, ja. On, Off, etc. Spielerei. Ja, das kommt gut. Ja, können wir uns mal drum kümmern. Das haben wir immer voll das Problem, dann kommen wir Montagmorgens an. Ja. Dann müssen wir ja waschen, aber erst um 9, ja. So. Ja, geil. Hier sieht man so ein bisschen wie die Partikel. Und wenn wir jetzt Aluminium hier reinmachen würden, würdest du sehen, wie das Aluminium zerschossen wird. Sollen wir das mal machen? Kurz. Haben wir Aluminiumpapier irgendwo hier? Ich glaube, wir haben keine Alufolie. Aber auf jeden Fall, ich habe das mal gemacht. Dann tust du Alufolie rein und dann siehst du, wie die Ultraschallwellen durch das Alu schießen. Feine Löcher, die da drauf treffen. Ja, auf dem Messer haben wir das auch gemacht. Gut, machen wir mal aus, die Bude. Obwohl, wir können mal gerade aufmachen jetzt. So, jetzt ist die Ultraschall aus. Und wenn ich jetzt hier auf Waterflow System klicke, dann fängt der Motor jetzt gleich an, hier hörst du, siehst du das, hier Wasser reinzupumpen. Und somit funktioniert der Ölabscheider. Verstehst du? Jetzt würde sich quasi das hier dann ansteigen, das Wasser. Und dann hier überlaufen. Cool, ne? Und Filtersystem
kann man dann auch einzeln hier anmachen. Erstmal ausmachen. So, Filter. Und jetzt geht diese Pumpe hier an, die da drin ist, und pumpt das einmal durch den Filter, wo jetzt noch Luft drin ist, glaube ich. Wir müssen die Bude jetzt erstmal gerade entlüften. Hier ist Entlüfterhahn. Gucken wir mal. Ja. Da pumpt es jetzt gerade noch Luft raus, sieht man. Hier, blub. Da müsste eigentlich gleich irgendwann Wasser rauskommen. Ne? Ja. Der füllt jetzt quasi den Filter, ne? So, und wenn ich jetzt hier zumache, müsste gleich bar hochgehen. Ich glaube, der geht nur hoch, wenn der Filter zu ist. Ach ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja, genau. Also die Baranzeige, umso dichter der Filter wird, umso höher ist der Druck logischerweise hier in dem System. Da der Filter ganz voll ist, ist der Druck niedrig, aber es filtert jetzt das Wasser, was jetzt durch diesen Filter läuft, wieder in das Becken zurück. Ja, astrein diese Maschine. Müsst ihr haben. Ich weiß, es gibt ja auch, glaube ich, diese Linie steht auch hier, Motor Clean, ist extra spezialisiert worden für die Motoreninstandsetzer. Es gibt, glaube ich, noch 2-3 andere Hersteller, aber Terratech ist da eigentlich in meinen Augen schon der Porsche. Habe ich jetzt gesagt, dass Porsche gut ist? Ja, Porsche ist schon cool. Aber nicht für Andi. Eher noch eine Maschine kaufen. So, jetzt geht's weiter, während das hier vor sich her am Heizen ist. Schlüssel lassen wir mal hier. Weil wir müssen ja immer noch das Projekt machen und zeigen euch, wie sauber der Motor wird. Zeigen wir euch dann am Ende des Videos. Steigen wir mal ein. Wir haben nämlich eine interessante Aufgabe bekommen. Übrigens noch eine neue Maschine gekauft. Ganz kurz anreißen. Meine Lieblingsfarbe. Diese schöne alte grüne Maschine. Sind manchmal die besten. Und zwar ist das eine Tellertopf-Schleifmaschine. Schau mal hier unten. Da ist so ein Schleifkopf drauf. Hier, ne? Da. So eine Schleifscheibe. Und man kann die Höhe der Schleifscheibe einstellen mit diesem Rad. Hier ist die Feinverstellung. Kannst du ein paar Hundertstel hoch und runter gehen. Oder? Und das benötigen wir für Schims abzuschleifen. Zum Bleistift. Wir haben jetzt hier unsere Magnetspannplatte. Und dieser Schimm hat jetzt eine Stärke aktuell von. Dieser Schimm hier hat jetzt eine Stärke von. So. 2,68 mm. Und wir wollen den aber, um ein richtiges Ventilspiel einzustellen, irgendwie auf 2,58 machen. Dann packen wir den auf unsere schicke Magnetspannplatte. Aktivieren die. So, und dann ist der Schimp relativ fest. Du kannst jetzt natürlich nicht mit 2/10 Zustellung hier drüber gehen. Dann fliegt der Schimp dir nämlich durch die Halle. Du musst da ganz hauchdrücken rüberfahren. Man könnte auch sowas machen wie eine Metallplatte nehmen. Sowas hier war mein Versuch schon. Und dann machen wir da eine Tasche rein. Diese Metallplatte ist natürlich größer, hat mehr Fläche. Ist somit stabiler auf der Magnetspannplatte. Und durch die Vertiefung, die wir dann, die muss ich noch richtig hier reinfräsen, das war nur ein Test, hält der Chimp dann besser. Aber darum sind wir nicht hier. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Diese Aufgabe ist, das hier ist ein Ferrari-Differentialdeckel. Mehr kann ich euch da leider nicht zu sagen. Dieser Ferrari-Differentialdeckel hat das Problem, dass er konstruktionsbedingt irgendwo, ich weiß es auch nicht wo, müssten wir mit Christian reden, hin und wieder einen Riss bekommt. Diesen Dackel gibt es nicht mehr. Theoretisch gesehen könnten wir den Laser schweißen, aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Probleme. Denn hier läuft ein Lager ein oder so. Und wir haben somit von dem Kunden den Auftrag bekommen, bau uns das aus einem vollen Klotz. Also, aber wir brauchen auch, glaube ich, 10 Stück oder so. Somit fängt das bei uns hier folgendermaßen an. Wir kriegen dieses Teil und damit laufen wir hoch zu Jörg. Ob die 3D
ist nämlich unser 3D-Scanner des Vertrauens hier im Hause. Und der hilft uns, weil er extrem viel Ahnung von Fräsen und Reverse Engineering und Konstruktion hat. Und wir konstruieren mit ihm das Teil jetzt so um, dass es Punkt 1 gut fräsbar ist. Denn so eckige Radien, wie wir hier haben, sind schlecht fräsbar. Also eckige Radien, so eckige Bauteile sind schlecht fräsbar. Und der Kunde will das ja auch noch verstärkt und optimiert haben. Das machen wir jetzt oben bei Jörg. So, in dem letzten Video wurde gefragt, was macht die Königin? Natürlich geht's der Königin gut. Na? War letztens mit mir bei Solid Come auf Lehrgang. Hatte sie mit dabei. Ich so, kann ich sie hier in die Ecke legen? Ja, ja, kein Problem. Liegt sie da? Auf einmal. Der Lehrgangsleiter, oh, das ist ja lauter wie gedacht. Ne? Die Schnarchbär. So, Pika geht sehr gut. Hat letztens 4 Stücke Mondkuchen geklaut von dieser Ecke. Cheffe. Du hast ja für mich diesen wunderschönen Ferrari-Deckel gescannt. Genau. Kannst stimmt du mal, das nicht? Nee, alles perfekt. Okay. Nochmal. kannst du mal, können wir, ich wollte den Leuten zeigen, wie wir dann das bekommen, wir sollen es fertigen, wie so die Schritte hier im Unternehmen sind, ach so, bis ja. Das Teil quasi fertig aus der Maschine läuft. Mhm. Du hast den von uns bekommen und hast welche Informationen bekommen? Einfach nur erstmal scannen und Datenrückführung. Okay. War hier für dich irgendwie scantechnisch eine Herausforderung? Nee, ist eigentlich ein gutes Teil. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist beim Scannen, sind hier die Hinterschnitte. Ja. Weil der Scanner erkennt nur das, was er sieht. Kannst ja im Nachhinein reinkonstruieren. Genau. Wir haben es dann ausgemessen und dann reinkonstruiert. Mhm. Genau. Hier ist ja ein Ölkanal drin. Ne? Der ist hier durch die Fertigung mit dem Stopfen versehen worden. Da habe ich noch echt Bedenken, obwohl so tief kriege ich das gebohrt. Und einen langen Bohrer kaufen. Aber ist ja dann schon, keine Ahnung, 8 mm, 6 mm. Auf jeden Fall mal aufmachen, ne? Wie dick der ist, weil der ist ja noch zu gewesen. Aber hier kannst du schon mal sehen, wie groß das Loch war. Was jetzt ein bisschen doof ist, oder war tatsächlich hier, das ist ja vom Anfräsen, ne? Ja. Solche Kanten. Und hier gibt es sicherlich noch ein paar Sachen, die so billettechnisch, die man vereinfachen könnte, ne? Weil hier, diese Freimachungen, könntest du eigentlich zulassen beim Billet. Ja. Aber keine Ahnung. Musst es ist halt gucken. Immer die Frage, ob der Kunde sagt, das soll doch originalgetreu aussehen. Ja. Denn wenn wir das Teil gefräst haben und dann strahlen, ne, dann sieht man das kaum noch einen Unterschied. Natürlich hat er nicht diese Rauigkeit, aber dann sieht das schon gut aus. Ne? Könntest du mal die Datei aufmachen, wie sie nach dem Scan aussieht? Mhm. Mit was arbeitest du jetzt hier? Space Claim. Das ist Space Claim, genau. Okay. Wie viel Software hast du, nutzt du? Mehrere. Ich habe ja einmal die Scanner-Software. Mhm. Und dann die Scanner-Software sind im Prinzip 3 Stück, weil ich 3 verschiedene Hersteller benutze. Und dann habe ich Space Claim für Reverse Engineering. Dann arbeite ich mich gerade in Design X ein, in Geomagic. Und tatsächlich habe ich auch Fusion 360 jetzt gekauft. Echt? Für den Mitarbeiter, weil der damit am liebsten arbeitet. Mhm. Ja. Und Rhino habe ich noch im Einsatz. Mhm. Ich war bei Hermle auf Schulung und dann wurde ich so zu dem übelsten Crack, weil ich hatte eine Frage wie über Ausrichtung etc. Ja, musst du da hinten zum Lothar, der ist jetzt 30 Jahre hier, der schreibt sogar die Heidenheim-Steuerung selber um. Dann gehe ich an den, der müsste aber irgendwas an der Maschine machen, dann gucke ich auf seinen Rechner, arbeitet er mit Fusion 360. Sag ich, findest du gut, Fusion 360? Das ist ein super Programm. Das Problem ist, du musst halt nur wissen, was du da eingibst. Dann musst halt wie mit vielen wissen, was du da tust. Ne? Also ich hatte, wie ich angefangen habe, hatte ich mich auch damit beschäftigt, welches Programm. Und damals war Fusion 360 noch bescheiden. Mhm. Aber tatsächlich jetzt, wo der Kollege das haben wollte und ich jetzt mal da reingeguckt habe, das ist tatsächlich nicht schlecht. Von dem Aufbau und Optik. Na, guck mal, da hängt Autodesk hinter. Das ist keine kleine Bude. Nee, aber eigentlich ist der Fusion 360 der kleine Bruder vom Inventor. Mhm. Und eigentlich hatte ich immer gedacht, die beschneiden das, weil das halt, ich sag's mal, der Inventor ist halt Profiprogramm und der Fusion 360 ist halt der kleine Bruder. Mhm. Aber das kann mittlerweile echt gut. Viel. Und tatsächlich, ich hab's ja auch nur gemacht, weil die meisten Leute damit arbeiten mittlerweile, weil es halt so günstig ist. Wenn du Leute, genau. Ja klar, kostet irgendwie 580 € im Monat oder so, ne? Im Jahr. Im Jahr, ein Jahr. Cool. Im Jahr. Ja.
Schnäppchen. Super. Ja, so. Okay, da haben wir die Datei. Willst du mal den Scan sehen? Ja, zeig mal, wie sieht es aus, wenn das aus dem Scanner fällt. So. Mit welchem Scanner hast du das gescannt? Mit dem Zeiss. Und dann kommt jetzt diese Standardfrage, was für eine Genauigkeit? Der Zeiss hat eine Genauigkeit von 200. Okay, und das ist jetzt eine SDL-Datei und da werden ganz viele Dreiecke. Genau, das ist eine SDL-Datei. Aha. Erst nimmt der Scanner Punkte auf. Ja, mhm. Immer hier diese. Jeder Schnittpunkt ist ein Punkt. Genau. Okay, und ja. Dann macht er hinterher daraus ein Poly-Go-Netz und verbindet die Punkte im Prinzip einfach. Okay. So, und hier kannst du schon sehen, wie gut der Scanner eigentlich ist. Das Gewinde, was schon so ein bisschen verranzt ist. Ja, genau. Guck mal, hier ist eine Katschen drin in dem Gewinde. Siehst du das hier? Ne? Da, kleiner Mini-Katschen, kriegst drauf. So, und zeig mal nochmal das Gewinde. Guck mal hier, den Katschen. Da oben drauf, warte. Welchen Katschen? Hier, der. Hier, da ist er. Da ist der Katschen. Ah, okay, ja. Ich kaum erkennen, aber du hast da einen besseren Blick für. Ja, geil. Und wie ist die Arbeit der Flächenrückführung jetzt für dich? Was musst du jetzt machen? Du drückst ja jetzt nicht Doppelklick drauf und dann ist die Fläche zurück. Das wäre geil. Ne? Das wäre geil, ne? Nee, als allererstes, wenn ich importiere den Scan hier in SpaceClaim, dann wird der ausgerichtet. Du siehst das ja hier schon. Ja, dann habe ich den ausgerichtet, damit ich halt vernünftig arbeiten kann. Und dann fange ich ganz normal an und baue das Bauteil im Prinzip nach. Ja, so, ich blende den mal aus, mache mal das Bauteil an, so, ja. Und dann mache ich mit Regelgeometrien, baue ich das Bauteil. Also wirklich nach. Mit Kreisen, Flächen, Gradien etc. So wie mit jedem anderen CAD-Programm. Krass. Auch, außer, dass ich mir die Maße natürlich von dem Scan nehme. Ne? Guck mal, wenn ich die jetzt überblende, ja. Dann legst du den Scan auf die Datei. Genau, okay. Und dann siehst du, wie genau dann halt die Flächenrückführung ist. Mhm. Und weil, was man immer beachten muss, ist, das Bauteil hat ja schon Deformationen und Beschädigungen. Ne? Ja. So. Und die baue ich ja nicht nach, sondern ich mache dann tatsächlich Regelgeometrien daraus. Ja. Und wenn jetzt hier ein Kitsch drin ist, dann mache ich das gerade. Genau, richtig. Cool. So. Das heißt, wie viele Stunden gehen in so ein Teil rein? Ich glaube, daran habe ich einen Tag gearbeitet. Boah. Ja. Und? Hey, ich wollte schon sagen, wenn ich überlege, ich komme nämlich ja gerade von der SolidWorks CAD-Schulung und man muss hier alles nachzeichnen. Ich dachte, dass es vielleicht irgendwie mit dir so klick, klick und verbinden, zicke, zacke. Ja, wäre schön, klick, klick, zicke, zacke. Aber so ist es nicht. Und? Kannst du mal bitte auf diese Stelle gehen? Die interessiert mich gerade mal. Und jetzt in deine Zeichnung? Das ist ein Fehler entdeckt. Ja, guck, da ist eine Treppe drin, ne? Ja, nee, alles gut. Da ist eine Treppe drin, ja. Aber ich muss das irgendwie begradigen, weißt du? Mhm. Nee, das können wir rauslassen. Das hat mich jetzt interessiert. Ne? So, dann. Aber was ich tatsächlich noch gemacht habe, ist, ich habe mit dem Keyence die Schlüsselpositionen gemessen. Mhm. Ja. Und zwar wirklich, weil die Punkte spielen ja eine wichtige Rolle. Mhm. Die zu der Mitte. Mhm. Ne? Und damit wir da auf Nummer sicher gehen, haben wir ja den Keyence im Haus. Genau, das ist hier unser, wie nennt sich das, taktiles Messgerät. Genau. Und das hat eine Wiederholgenauigkeit von 7 μ. Und dann kann man hier mit Hilfe der Kamera, können wir hier in die Bohrung reingehen und die Tasten. Und eben quasi die Abstände zueinander ermitteln. Okay, dann würde ich sagen, jetzt ist das so, wie es da ist, noch schwer zu fräsen. Dann müssen wir ja jetzt noch ein paar Radien reinzimmern und die Verstärkung machen. Ne? Welche Verstärkung? Was heißt Verstärkung? Der Kunde wollte hier hinten so Kühlrippen drin haben, die auch gleichzeitig als Verstärkung dienen, weil hier, glaube ich, unten reißt das Teil durch Vibrationen, Schwingungen nach 20 Jahren, weißt du? Okay. Ja, irgendwo reißt das. Aha. Geht kaputt. Da kommen hier, guck mal, hier kommen dann so Kühlrippen weitere rein. Aber das ist auch kein Problem. Das können wir, bevor wir das Fräsen gerade unten machen. Mhm. Werden die irgendwie berechnet? Nein.
Nee. Okay. Ist jetzt relativ. Hier musst du mal gucken. Das fand ich ein bisschen schwierig, der Bereich. Ja. Ob der so sein muss. Nee, den werden wir einfach abrunden. Da ist ja hier so eine Absenkung drin. Mhm. Ich denke, das werden wir einfach abrunden. Mhm. Einfach so ein Radius. Okay. So, das war Schritt Nummer eins ist eigentlich beim Kunden, der Kunde fragt uns via E-Mail an, mit Fotos etc. pp. Dann Schritt Nummer zwei ist, er kriegt ein Angebot. Das Angebot, dann kommt das Bauteil hier hin, dann wird die Geschichte gescannt, reverse engineered hier, dann kommt die Datei wieder runter und dann wird sie im Idealfall programmiert für die Maschine, damit Hermine das gut fräsen kann. Währenddessen muss Rohmaterial bestellt werden, es muss geprüft werden, ob alle Fräser und Werkzeuge, die man dafür braucht, vorhanden sind, Spannaufnahmen etc. Und dann wird programmiert wie der Weltmeister. Das machen wir jetzt. Danke, Jörg. Nicht dafür. Wenn du, wie sieht es bei dir aus bezüglich Personal? Also wenn sich Leute noch bewerben wollen, gerne. Aber bitte mal vorbeikommen, damit wir uns mal unterhalten können und auf jeden Fall mal Probearbeiten. Eine Stunde später, fast eineinhalb, so sieht das Bauteil nachkonstruiert aus. Hier habe ich, wie versprochen, diese Kühlrippen reingemacht. Ich habe es so, damit wir es schön fräsen können, überall hier schön verrundet, die Kanten weggemacht, weil ihr müsst euch vorstellen, ich hole mal einen Fräser, am besten einen, ich werde das mit einem Torus-Fräser fräsen. Der Torus hat den Vorteil, das hier ist ein Schaftfräser, der ist gerade. Und der Torus-Fräser hat hier unten einen 3 mm Radius in dem Falle. Und damit kann ich sehr gut wegschlichten und die Oberflächen gerade machen. Ihr müsst euch nämlich jetzt eins vorstellen, ich nehme jetzt hier einfach, was hier rumliegt. Wenn ich jetzt diesen Fräser nehme und ich will mit dem Fräser hier in die Ecken reinfahren. Der passt ja gar nicht in diese Ecke hier rein, weil das ist ja zu eckig. Deswegen muss das alles abgerundet werden, damit das gut fräsbar ist. So Sachen wie hier, da ist ja ein Hinterschnitt drin. Das kann ich gar nicht fräsen, weil wenn der Fräser hier runterkommt, dann ich bräuchte einen Lollipop-Fräser. Das machen wir bei Ansaugkanälen, dass das quasi hinterschnitten werden kann. Bisschen tricky ist die Nut hier, da brauchen wir einen T-Nutenfräser. Den habe ich sogar schon bestellt gehabt. Perfekt. Sieht so aus. Und dann fahren wir dann so. Und dann fahren wir zirkular da rein. Auf zwei Höhen, damit wir die Breite von 2,6 mm erreichen. Ich denke, da kommt ein 2,5 mm O-Ring rein. So. Ja. Das Teil ist jetzt soweit bereit. Konstruiert und im nächsten Schritt wird das jetzt programmiert auf die Maschine. Das bedeutet, ich definiere ein Rohteil, ich setze Nullpunkte und sage der Maschine, wie wir vorgehen. Dafür öffne ich hier den Solid CAM Manager und da sehen wir, dass das die falsche Datei ist, die ich geöffnet habe. Moment. Nachdem wir fleißig umkonstruiert haben, obwohl ich sehe hier noch ein paar Radien, egal. Man muss auch einfach manchmal sagen, es ist ja so, der Fräser fährt dann bis in die Ecke rein und dann quietscht der manchmal ein bisschen kurz oder so. Ist aber, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Fangen wir an. Wir fangen einfach mal an. Wir starten mit einem Planjob. Der Planjob ist der hier. Da fahren wir einfach einmal über das Rohmaterial. Ich zeige euch mal. So, dann seht ihr hier diese Werkzeugbahn. Da fährt er mit einem dicken 100er Messerkopf hier erstmal drüber, macht die Geschichte plan. Dann, wenn man schon mit Solid CAM arbeitet, ist es sehr von Vorteil, das iMachining zu nutzen. Beim iMachining, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich Elia und Martin schon 12.000 Mal erzählt, werden quasi die Parameter und Leistung der Maschine gemacht und aktiviert oder sind hinterlegt. Und dann sagt man, mit welchem Material man hier fräst. Und dann macht er quasi so eine eigene Strategie. Fräst zum Beispiel Radien mit unterschiedlichen Drehzahlen. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn der Fräser nach innen fährt,
braucht man in kleinen Radien braucht der eine höhere Drehzahl, wie wenn er nur parallel fräst und so. Also die Performance der Maschine wird absolut ausgenutzt und das Ding wird grob weggeschrubbt. Im nächsten Job gibt es dann einen HSR-Job. Ein HSR heißt, glaube ich, High Speed Roughing. Kommt dann auch schon unser Torus-Fräser zum Einsatz und wir werden diese ganze Geschichte hier rausschrubben. Nachdem wir rausgeschrubbt haben, also im Prinzip mit dem Torusfräser Schrubbschlichten, will ich es jetzt mal so nennen, in einer feineren Zustellung. Dann kommt ein HSM-Job und so weiter und so weiter. Dann seht ihr hier schon diese ganzen Werkzeugbahnen. Ich berechne mal gerade, das dauert ein bisschen, diese drei Jobs, weil die noch nicht berechnet sind. Jawohl. Er hat tatsächlich auch das. Ich arbeite übrigens jetzt seit neuestem hier lieber, weil ich immer an der Maschine arbeiten will und umprogrammieren will. Natürlich kann ich auch im Büro arbeiten, wenn du so einen richtig großen Job hast, wo du weißt, du wirst die nächsten zwei Tage im Büro sitzen. Aber bei so einem in Anführungsstrichen mittleren Job ist es halt geil zu programmieren, reinzuwerfen, starttesten, gucken, ob es klappt, gerade umprogrammieren und so. Da muss ich nicht mal bis dahin hinlaufen. Und außerdem, ich kann nach Hause nehmen und nachts auch programmieren, damit ich nicht schlafen muss. Wunderbar, ist berechnet. Sieht jetzt total verwirrend aus, schaut euch das mal an. Hier diese ganzen Bahnen, ich mache jetzt mal... Oh, der Ochs ist wieder... Mal kurz. Ich kann auch so drehen ein bisschen zu dir. Nee, du siehst halt die Fenster, die Oberlichter. Aber so geht. Warte, der ist richtig am Kämpfen. Also so ein Job, so einen Kamm kannst du auch nicht irgendwie gerade mit dem nächsten Laptop, den du so in der Ecke holst für 4,99, weißt du? Das ist echt hart zu kämpfen. Kennst du ja vom Videoschnitt, ne? Obwohl, was ist das Rendern? Was ist das Anstrengende, das permanente Rendern für den Rechner, ne? Nee, Rendern tut er ja eigentlich erst im Nachhinein. Aber der muss halt so schnell sein, dass er den Rendern braucht, damit er trotzdem abspielt. Eigentlich alles. In dem Moment, wo Video muss Post abgehen. So, schon wieder so. Ja, dann gibt es ein paar Geometrieerkennungen. Wir lassen das gleich einfach mal in der Simulation durchlaufen. Ein paar Profiljobs, denn wir haben ja hier, ich mache die mal gerade wieder aus, damit das nicht so verwirrend ist. Haben wir hier ein paar Bohrungen, die hier abgesetzt werden. Dann haben wir hier rundherum diese wichtigen Punkte, diese Geschichten hier. Müssen passen, ein paar Bohrpositionen. Das hier ist die, wo ist der 265, der 444, welches Tool war das nochmal? Das hier ist zum Beispiel der Job für die, mit dem T-Nutenfräser. Fährt er dann hier ganz filigran in zwei Höhlen rein, damit wir auf die 2,6 mm kommen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde das jetzt einfach mal für euch simulieren, dann seht ihr, was passiert. Und dann werfen wir mal ein Rohteil gemeinsam in die Maschine. Und schauen, was wird. Jetzt schauen wir dem Notebook beim Sterben zu. Dann können wir einmal hier auf Simulieren klicken und es gibt verschiedene Simulationen. Das Solid Verify ist das Beste. Wir können gleich auch mal eine Maschinensimulation machen. Allerdings stirbt der Rechner dann vollständig. Denn wir haben auch unsere Hermine genau in der Maschine hinterlegt. Und dann können wir uns das mal angucken. So, dann lassen wir mal durchlaufen. So, das ist der eigentliche Job des iMachining. Das Plan war so schnell, das habt ihr gar nicht gesehen. Ich kann das auch noch schneller laufen lassen, weil das läuft jetzt ein ganzes Stück. So wird alles rausgeschrubbt. Mhm. Seht ihr so ganz viele Absätze, ne? Weil das eben nur ein Schaftfräser ist und kein Fräser mit Radius unten. Hier, ich bin der Meinung, wir hätten diesen ganzen Eiertanz. Jetzt meckert er rum, Korrosion im Material im Eilgang. Ist das wirklich so oder ein bisschen schwieriger Kontrast hier gerade? Ich bin der Meinung, das ist keine richtige Kollision. Das ist manchmal so ein bisschen Fehlerkennung. Also wenn es ist, dann ist es Peanuts. So. Dann geht's weiter. Dann noch feiner, das ist dann nicht mehr das HSR, sondern dieses HSM. Läuft halt schon insgesamt, sind wir jetzt schon bei einer Laufzeit von einer Stunde grob. Und dann packt er sich gleich den 6er
und geht hier in die Taschen rein, weil ihr seht, mit dem 10er Torusfräser komme ich nicht hier in die Ecken so ganz genau rein. Natürlich nur so für euch zur Info, in Geschwindigkeiten anzeigen, wo man es halt auch dann ganz genau erkennt, was passiert, wo hier der Abtrag ist. Ich kann mir das noch in unterschiedlichen Farben anzeigen lassen, aber wir wollen ja nur gucken, ob es sauber durchläuft und wie am Ende das Bild aussieht. So, hier eiert er rum. Jetzt ist das schon 1,5 Stunden dran. Dann hat er hier einmal oben über die Fläche geplant und einen Absatz gemacht. Und dann macht er nochmal unten den Boden gerade. Und mit einem kleinen Viererfräser geht er hier in eine Ecke rein. Das ist diese undankbare Ecke. Da bin ich halt auch nicht mit dem Sechser reingekommen. Da macht er es sauber. Und ich sag euch eins, das sieht jetzt hier, was ihr hier an Kanten und Absätze etc. alle seht, das sieht auf der Datei, auf der tausendmal schlimmer aus, sieht aus wie eine Kraterkatastrophenlandschaft, wenn das gleich oder hoffentlich dann da durchgelaufen ist. Babene. Das sieht man dann. Das ist schon eine gute Oberfläche. Das war Job 1. Im zweiten Job habe ich schon mal so grob angefangen, aber bin ich noch nicht ganz fertig. Zweiter Job ist hier. Da fangen wir auch. Ich plane das so, wir nehmen eine Aluplatte, nehmen dieses Lochmuster, was wir hier haben, show you, dieses Lochmuster und zimmern in die Platte diese Löcher durch, ein Durchgangsloch mit einem Absatz, damit wir diese Schrauben drin versenken können. Hier, by the way, habe ich vergessen zu sagen, hier haben wir Gewinde reingeschnitten, M8. Das ist original ein 9 mm Durchgangsloch für eine M8er Schraube, ne? 9 mm Durchgangsloch. Und wir haben jetzt allerdings gebohrt 6,8, Gewinde 8 geschnitten. Und dann will ich mit einer Platte, das quasi, stellt euch die in groß vor, festschrauben, Durchgangsloch machen, absenken und diese Platte auf die Maschine spannen und das quasi dann aus dem Vollmaterial so rausfräsen. Andere Nullpunkt braucht man dafür, das ist dann die Aufspannung 2. Das Bauteil ist umgedreht, auf den Tisch aufgespannt. Ich könnte jetzt Spannmittel etc. alles hinzufügen, muss ich aber nicht. Und das hier ist jetzt die berechnete Werkzeugbahn für die zweite Seite. Die werden wir jetzt nicht noch extra simulieren. Ist auch eine ganz feine Abzeilung. Ja, dann ist der Deckel von der Seite nahezu fertig. Ich würde sagen, ich packe mir jetzt ein Rohteil, werfe das auf die Maschine, richte das aus, so wie wir es brauchen. Und dann lassen wir mal brennen, den Eimer. Guck mal, was, jetzt kommen wieder die Leute, was eine Verschwendung, das kann man 3D drucken. Ja, kannst du. Hast du einen Drucker, der so groß drucken kann? Ich nicht. Hast du überhaupt einen? Ich schon. Jetzt entgrate ich das erstmal, muss ich nicht machen, aber ich mag das nicht. Die ganzen scharfen Bauteile. Ganz schön viel Alu, ne? Steht hier ein Gewicht drauf? Aber ich schätze mal, sollen wir mal wiegen? Wir gucken mal, aus wie viel Euro, aus wie viel Kilo wir wie viel Kilo machen, wenn fertig irgendwann. So, 15,8 Kilo pures Aluminium 7035. Genau, zur Spannung habe ich mir Folgendes ausgedacht. Wir nehmen jetzt einen Schaftfräser und fräsen hier einmal lang, so brrrt, das gleiche auf der anderen Seite. Und dann gehen wir mit den Spannpratzen da rein. Unterhalb. Das muss ich jetzt gerade händisch machen, kein Hexenwerk. So, ich habe getastet, habe raufgeworfen, habt ihr gerade nicht gesehen, habe hier schnell so eine Nut reingefräst, damit die Pratzen da drauf klemmen, habe Nullpunkt hier in der Mitte gelegt, habe, indem ich hier getastet habe, hier getastet habe, hier getastet habe, hier getastet, dann weiß ihr den Mittelpunkt und habe Z getastet, hier auf dem Bauteil, habe das dann Zehntel tiefer gesetzt. Ich könnte jetzt noch die Rotation, zeige ich euch. Ich könnte jetzt die Rotation tasten, dass der Klotz wirklich gerade auf dem Tisch drauf liegt. Ist aber egal, weil wenn ich das ja eh aus dem Vollen hier rausfräse, ist das relativ egal, ob der ein bisschen so liegt oder so. Hier ist genug Aufmaß überall drauf. Aus diesem Grund egal. Aber ich überlege gerade, wenn ich das aufspanne und doch, wir holen uns die Rotation. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Rotation. Und was man nicht vergessen darf, obwohl wir tasten die nur und ändern nicht, weil sonst müsste ich, wenn ich nämlich jetzt die Rotation hole, das seht ihr jetzt, taste ich nämlich jetzt hier links und rechts, passt auf, dann gehe ich hier auf Antastfunktion, Rotation und dann sage ich Y plus fahren, dann wirst du auf das Bauteil treffen.
jetzt kommen wir auf das Bauteil. Düpp. Und dann fahre ich in X mal auf die andere Seite und mache dort genau das Gleiche. Und dadurch misst er natürlich, wie weit muss er da und da fahren. Und sagt, das Bauteil liegt um 0,2129 Grad schief auf deinem Tisch. Jetzt fotografiere ich das, damit ich mir merken kann. Setze aber jetzt nicht die Tischdrehung, weil dann müsste ich den Nullpunkt wieder neu setzen. Weil man sagt immer, wenn man Rotation tastet, verändert sich auch der Nullpunkt. Keine Ahnung, ob es jetzt hier auch hier der Fall ist, aber machen wir jetzt einfach mal nicht. Das bedeutet nur, das nächste Bauteil, dass wir, wenn wir das Umdrehen drauflegen, legen wir das auch wieder auf minus 0,219 Grad. Bumm, dahin. So. Jetzt holen wir unser Programm. Das schauen wir uns erstmal an in der Simulation. Deckelspannung 1. Jetzt ist er erstmal am Fighten hier. Da seht ihr, dass ich mir die Simulation noch einmal an der Maschine angucken kann. Mit den Werkzeugwegen und der ganze Pipapo. Lassen wir das einfach mal brennen. Vorab eine Sache, was wirklich wichtig ist, habe ich eben schon gemacht. Wir müssen noch mal kontrollieren, ob wirklich auf Tool 49 das Werkzeug drauf ist, mit dem wir auch gleich arbeiten. Also, dass auch die Werkzeuge korrekt angelegt sind in der Werkzeugbibliothek wie in der Maschine hier. Sonst ich so, fräse so umfahren. So, Freunde, das erste Teil ist jetzt, ich habe schon das zweite reingeworfen, ist durchgelaufen, ist ganz gut gelaufen. Ich hatte so in den paar Radien und so, da hat das schon vor sich her gejallert, aber da kannst du nichts machen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Kilo haben wir rausgenommen? Wie viel waren es? 15 irgendwas, oder? 15,3. Also haben wir 3,5 Kilo zerspart. Ja, und soll ich mal zeigen, komm mal mit. Wie 3,5 Kilo hinten aussehen im Späneförderer. Das ist brutal. Die Kiste war leer, ne? Guck mal, das sind 3,5 Kilo. Ist heftig. So. Im nächsten Schritt haben wir hier diese wunderschöne Spannplatte. Dort habe ich die Schrauben abgesenkt, die Schraubenköpfe. Dann haben wir nämlich hier, die, wie gesagt, diese M8er Gewinde reingezimmert. Jetzt versenken die hier so. Gucken wir mal, ob wir den Lochabstand getroffen haben. Papa ist da zur Unterstützung, das ist schon mal immer sehr gut. So ist schon mal verkehrt. Nehmen wir die Seite, die passt besser. Genau. Und so werde ich jetzt verschrauben. Jetzt, wenn ich das gerade so sehe, werde ich hier auch noch zwei Nuten reinfräsen, damit wir schön pratzen können. Sowas macht mich natürlich immer sehr, sehr glücklich, weil sowas macht mir Spaß. Die Nacht wird auch noch lang. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, ob unser Ultraschallbecken Temperatur hat. Und dann werfen wir den BMW-Kopf mal da rein. Ne? Let's go. Wir haben jetzt 45 Grad. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das wird schon ganz gut sauber machen. So, jetzt packen wir uns diesen wunderschönen Zylinderkopf. Die Temperatur, der Aleš von Terratech wird mich jetzt köpfen. Wir haben erst 42 Grad. Ich sag's euch, wenn das Ding 70 Grad hat, macht's halt noch viel, viel besser sauber. Aber wir gucken trotzdem mal, was wird. Ich mache extra die Seite nach unten hier, weil die Ultraschalleinheit ja von unten da unten gegenschießt. Und wir dann schön hier in den Ventiltrieb reinkommen. Das Verschwinden sieht immer so geil aus. Bis in 10 Minuten. Was wirklich mega ist, die ist viel, viel leiser, die Maschine. Ich bin auch gespannt. Also ich weiß ja, dass die Dinger geil sauber machen, aber ich bin halt gespannt, ob die große mit der großen Ultraschalleinheit noch mal brutaler ist. Alter Schwede. Ich will jetzt nichts sagen, ja, aber normalerweise, Alter, kommt der Brennraum, der war ja komplett schwarz eben noch. Sogar das ist komplett lose. Siehst du das?
Und wenn ich das jetzt umdrehe und die Ultraschalleinheit, eine Ultraschallwelle kann ja nicht um die Kurve gehen. Das bedeutet, irgendwie ist das da trotzdem hingekommen, vielleicht durch die Bewegung. Ich bin jetzt gespannt, wie es hier aussieht. Und wie gesagt, es hat nicht mal die richtige Temperatur. Guck mal hier, das unten in den Ecken. Das ist nahezu, also hier ist, guck mal, hier ist zum Beispiel sauber geworden, da noch nicht ganz. Alter, guck mal, das ist einfach blitzeblank. Wahnsinn. Aber so kennen wir das ja auch. Aber ich finde es krass, dass, weil jetzt, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Jetzt drehen wir die Geschichte nochmal um kurz. Nur vertrauen wir, wir lassen nur 2 Minuten. Ich will wissen, wie sauber da der Brennraum wird, weißt du? Und so macht es halt auch dann richtig Spaß, Freunde, wenn man sagt Folgendes. Ich habe so ein sauberes Teil auf der Werkbank liegen, jetzt baue ich den Kopf wieder komplett neu zusammen und so. Und nicht so ein verpicktes, gammeliges Ding, wo noch Ölkohlereste und so weiter noch dran gammeln. Ne? Jetzt schauen wir uns mal an, ob die Brennräume sauber geworden sind. Also ich will entschuldigen, liebes Tierratech-Team, ihr habt ja erst 50 Grad. Also bei plus 20 Grad sieht die Bude nochmal ganz anders aus. Aber trotzdem finde ich schon dieses Ergebnis. Guck mal, wie das hier rauskommt, Alter. Schau mal, das ist ein Neuwagen, ja? Ich würde am liebsten alles da reinstellen. Schön Geschirr. Mega, guck mal. Jede Ecke, alles sauber. Hier auch die Ecken, die eben noch ein bisschen schwarz waren. Alles blitzeblank. Jetzt drehen wir um. Ja, das sieht schon mal, hier seht ihr, das, jetzt haben wir hier noch da drin, noch gibt dem Ding noch 5 Minuten. Und sogar, der ist ja sogar bis in den Auslasskanal hier reingekommen. Und guck mal, du siehst hier so lose den Dreck noch drauf. Das liegt jetzt noch an der mangelnden Zeit. Den kannst du jetzt so hier runter machen. Nimm mal eine Drahtbürste und fang mal an, so einem Auslasskanal an rumzuschrubben, bis der so aussieht. Da weißt du Bescheid. So, ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.